Meine Lieben, und herzlich willkommen hier in meinem Telefon zu einer neuen Folge von Graveyard Keeper. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und wünsche euch da draußen hoffentlich viel, viel Spaß mit den heutigen Folgen. Ich weiß gerade gar nicht, letzte Woche gab es keine Folgen, ne? Ich muss mich da kurz mal ein bisschen entschuldigen. Ja, was heißt eigentlich entschuldigen? Muss man sich für ein verlängertes Wochenende mal entschuldigen? Ah, ja, ist schwierig. Also, kurze Rede, wenig doch mehr. Was will sie sagen? Ich bin heute ein bisschen verwirrt. Meine Woche war dezent anstrengend. Also, erstens, sorry, ich hatte letztes Wochenende ein verlängertes Wochenende. Ich hatte nämlich unter anderem Geburtstag und hatte mir zwei Urlaubstage noch freigenommen. Und dadurch, dass dieser Kanal hier mittlerweile ja offiziell auch läuft, habe ich das Problem durch meinen 40-Stunden-Hauptjob, dass ich tatsächlich dann, wenn ich offiziell Urlaub habe, im Urlaub kein YouTube machen kann. Ist so ein bisschen blöd, muss ich gucken, wie ich das künftig in puncto Voraufnahmen, ob ich das hinkriege, wie ich das hinkriege. Egal, Würstchen, jetzt bin ich wieder da. Ich habe die Woche jetzt allerdings... Ja, ihr habt es ja gesehen, der Construction Simulator hat sich als einziges Format diese Woche verschoben gehabt, nämlich auf heute. Seid da bitte nicht böse, weil ich nämlich die ein oder anderen Kommentare bekommen habe oder Messages, ob ich doch gar kein YouTube mehr mache. Leute, was ist denn los bei euch? Weil man mal zwei, drei Tage irgendwie es zum einen vielleicht zu Verschiebungen kommt. Es tut mir leid, ich habe einen 40-Stunden-Job und die Woche sah nämlich so pervers scheiße aus. Das muss ich euch kurz ganz am Anfang sagen. Ich bin kurz nach 4 meistens aufgestanden und nach Hause gekommen, erst um 21, 22 Uhr. Und dann bist du, wenn der nächste Tag genauso läuft, ich habe da nicht mal wirklich geschafft, großartig zu essen. Das war eine pulverige Tütensuppe aufgegossen mit frisch gekochtem Wasser. Das war mein deliziöses Abendessen und das jetzt die ganze Woche über. War also dezent stressig, habe ich leider noch nicht mal geschafft, großartig Videos zu schneiden. An Aufnehmen war daher dann gar nicht mehr zu stimmen, zu denken, weil wenn du so launtechnisch und vom Dach verbraucht und völlig im Poloch bist, müssen wir nicht drüber reden. Das tut mir sehr, sehr leid, aber... Das sind ja nur kurze Phasen. Und jetzt höre ich auf, lange drumherum zu labarabarbern. Wir sind jetzt hier, wir sind jetzt hier. Und können jetzt tatsächlich einiges tun. Als erstes, V-Girl, du hast mir geschrieben, nämlich zwei Sachen. Wir waren nämlich das letzte Mal oder die letzten zwei Male im Opferbereich und haben so ein bisschen Sache geplündert. Unter anderem auch Kürbissamen. Da hast du gesagt, können wir jetzt nicht endlich irgendwie einen Kürbis anpflanzen und dann vielleicht auf dem Küchentisch versilbern für die Kloto, die wollt ja, also Hexe Kloto, die wir im Übrigen auch besuchen gehen werden. Ist in der Zeit... Zu welcher Zündenzeit? Die Zündenzeit. Also wenn ich heute, wie gesagt, ein bisschen komisch drauf bin. Es liegt an der sehr komischen Woche. Nur für euch bin ich jetzt sehr, sehr früh aufgestanden, um Formate hier jetzt aufzunehmen. Also, sorry. Ich finde es ja selber blöd, dass immer wieder so Break reinkommt. Aber leider ernährt mich YouTube nicht, sondern mein Hauptjob. Und was willst du machen? Aber gut, wir können es nicht ändern. Jetzt bin ich da. Also du hast gefragt, ob wir... Na, warum ist mein Inventar schon wieder voll? Ich habe schon wieder Sachen eingesammelt, ne? Ob wir nicht jetzt Kürbisse anpflanzen können und vielleicht am Küchentisch versilbern können. Ich habe ja fast die Vermutung, dass es zu wenig Samen sind. Wir müssen eh noch in den Opferbereich, um noch ein paar Nägel mehr für Schlange zu bekommen. Ich glaube, wir brauchen 10 blutige Nägel. Ich weiß es gerade gar nicht genau. Weil den Eimer voller Blut, den können wir ja selber herstellen. So, deswegen müssten wir eh noch in den Opferbereich. Wir haben aber jetzt, wie wir hier sehen, schwarze Farbe. Nur brauchen wir Papier und dafür brauchen wir Leichen. Oh, ich weiß gar nicht. Haben wir durch Zufall irgendwie Leiche im Keller? Haben wir alle Leiche im Keller, die ich jetzt vor lauter Quatschen und gegen den Zaun rennen vielleicht vergessen habe? Ja, die letzten Male ist tatsächlich wirklich sehr viel passiert. Wir sind richtig... Oh, wir haben eine Leiche. Oh, fuck, ich habe die Leiche vergessen.
Tagelang lag sie jetzt hier irgendwo. Oh, naja, komm, die sieht auch noch fast frisch aus. Die sieht auch noch fast frisch aus. Also, wir tasten uns allmählich mit großen Schritten ans Schreiben voran. Da freue ich mich sehr drauf. Aber dazu fehlt uns nämlich noch Papier. Deswegen haben wir jetzt mal gesagt, wir wollen so um die 2 bis 4 Leiche. Du siehst ja da, in der Kammer des Schreckens ist mal wieder der Name. Volles Programm, denn hier links siehst du ja, ne? Haben wir das Nötigste verrichtet, die Haut, die wir brauchen, rausgeholt und den Rest einfach erstmal vorm Schön mal wieder vor sich hingabbeln lassen. Hier haben wir jetzt die nächste Leiche. Ich weiß nicht, ob wir dem Esel neue Möhren reingelegt haben, um noch 2 weitere Leichen zu bekommen. Müssen wir gleich mal gucken. Weil wir nämlich, glaube ich, auch die Asche brauchen, weil wir aus Asche, glaube ich, Tinte herstellen können. Das waren so die 2 Hauptgründe. Im Endeffekt wollen wir alle Leichen letztendlich verbrennen, weil wir alle Sachen für irgendwas brauchen. Ja, so. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach an. Eigentlich wollen wir ja alles. Wir wollen tatsächlich alles. Nur, wie fangen wir an? Ich wünsche euch da draußen im Übrigen viel, viel, viel Spaß. Ich habe schon wieder vergessen, es ist heute so ein dezentes Chaos. Es ist einfach Chaos. Ich weiß nicht, kennt ihr das, wenn ihr so die übelst anstrengenden Wochen habt, dass man dann einfach vom Kopf, ja, also man ist zwar richtig wach und aktiv und fühlt sich aber trotzdem irgendwie wie in so einem Hamsterrad und manche Gedanken sind dann im Kopf, also so ist das bei mir zumindest, so konfus, dass ich dann völlig irr und wirr rüberkomme. Ich weiß. Ich hoffe, es sieht ein wenig zur Belustigung. Jetzt würde ich sagen, holen wir einfach alles mal irgendwie aus der Leiche raus. Achso, genau, Wiegel. Ich war, siehst du, das siehst du nämlich an den querlaufenden Abbrüchen meiner Gedanken. Ich habe mir versucht, irgendwie hier mal wieder für die Folge vorbereitend einige Dinge zu notieren. Wiegel, ja, die Leiche liegt ja jetzt. Wiegel, du hast mir nämlich unter anderem neben der Kürbisgeschichte hattest du mich auch gefragt, kann das sein, dass du ein altes Schwert bei dir hast? Ich war mir nicht sicher, aber wir gucken jetzt mal nach. Ich glaube nicht. Also es sieht jetzt nicht aus wie das alte Schwert. Optisch. Es sieht von der Klinge her, sieht es nicht nach einem alten Schwert aus. Wie sah das alte Schwert aus? Ich finde solche Einwände ja sehr, sehr, sehr gut, weil manchmal durch Quatschen und nicht hingucken und versprechen und völlig chaotisch sein, kann natürlich auch das eine oder andere passieren, was ich so gar nicht mitkriege. Deswegen finde ich es sehr, sehr gut, wenn ihr da so aufmerksam zuguckt. Es fällt mir ja selber auf beim Schneiden, dann bei manchen Dingen, wo ich mir sage, so, wow, warum ist dir das nicht aufgefallen? Das, guck mal, das ist, nee, du hast recht. Aber wo ist das alte Schwert? Haben wir das alte Schwert zerlegt gehabt? Wo haben wir es? Frage. Nächste Frage. Weiß jemand, wo ich in meiner Verwirrtheit das andere Schwert hingelagert habe? Das andere Schwert, welches es auch immer ist, das alte oder das neue. Warte mal, ich habe doch eine Idee. Wir können leicht rauskriegen, ob das das neuere ist, indem wir uns... Guck mal, also das wird, guck mal, doch, da haben wir, also wir haben das aktuelle Schwert, aber schau mal, Alter, guck, wir können ein Stahlschwert machen. Der Tipp von dir war also richtig gut. An Ofen 3, ah, da fehlt uns Ofen 3. Gut, wir können kein Stahlschwert machen. Warum? Es ist doch immer das Gleiche, irgendwas fehlt immer. Ah, in diesem Drecksladen hier, Mann, das gibt's doch nicht. Gut, Step by Step im Chaos ist wahrscheinlich heute schon wieder sehr anstrengend mit zu gucken. Sorry. Ich sortiere mich. Es dauert immer ein paar Minuten, bis ich mich sortiert habe. So, also widmen wir uns der Leiche. Aber da haben wir gesagt, so Fettgewebe, schlecht, wir holen alles raus. Vor allen Dingen merke ich gerade, ich kann heute einfach nicht reden. So, wir holen einfach alles raus, in welcher Reihenfolge, wie auch immer. Macht das Sinn, wenn die Haut noch drin ist? Und wir erst die Knochen rausholen, das musst du mir auch erstmal zeigen, wie das läuft. Guck mal, wie uns das erschöpft, das Leichen ausweiden. Ah, kommen wir jetzt nicht an Platz? Komm, da müssen wir jetzt ein bisschen... Ich weiß, es ist schon wieder sehr, 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 sehr grenzwertig. Ich weiß. Aber nimm, wir brauchen die Sachen. Und oh! Ich finde es ja jetzt tatsächlich gar nicht so schlecht. Aber wir haben gesagt, wir wollen Asche haben, ne? Wir wollen Asche haben. Können wir nicht eine andere Leiche rausholen? Oh, die werde ich tatsächlich, die bringt Punkte für den Friedhof. Weil die Punktekarte müssen wir ja auch noch voll kriegen.
Die würde ich einbuddeln. Können wir nicht eine andere dafür ausbuddeln? Oder pass auf, ich würde sagen, ja, jetzt ändert sich spontan den Plan. Aber da wären wir blöd, wenn wir so eine gute, so eine qualitativ hochwertige Leiche hier verbrennen. So, Bestattungsurkunde. Wir brauchen eine... wie nennt sich die Urkunde? Wie nennt sich das, was wir brauchen? Um Leichen wieder rauszuholen. Gab es die nicht bei Hurra? Wo gab es die? Spannende Frage. Wo gab es die? Weiß ich gerade nicht. Gut, dann zermürben wir halt die nächste Leiche. Und wir wollten... Also, was ist jetzt so ein bisschen Plan in den nächsten Folgen? Unbedingt irgendwie eine Predigt schreiben, aber dazu, wie gesagt, fehlt uns noch ein bisschen Papier. Noch ein paar Glasgefäße machen und vor allem schwarze Farbe herstellen. Ein Schriftrollenregal brauchen wir unbedingt noch im Opferbereich. Dazu brauchen wir 8 Bretter, 4 Eisenstücke, 12 Nägel. Habe ich mir soweit aufgeschrieben. Das heißt, wir müssen auch ein wenig Ressourcen hier mal wieder heranbeschaffen. Da haben wir uns das letzte Mal ja schon in irgendeiner der letzten 3 Folgen eine sehr fantastische Technik spontan ausprobiert, die sehr gut funktioniert hat. Und wir werden alle Kloto. Das nächste Mal, wenn es jetzt hell wird, werden wir zu euren Kloto gehen. Wie, Girl? Ich weiß gar nicht, ob das... Entschuldigung, es ist schon ein bisschen länger her, dass ich das Kommentar erhalten habe und ich habe das morgens in der Bahn gelesen. Ich weiß daher leider nicht mehr, wer mir das geschrieben hat. Also, sorry, dass ich mir das jetzt nicht gemerkt habe. Du hast mir nämlich gesagt, geh doch mit dem Heiltrank unten in den Opferbereich. Mich interessiert vor allem, weil es ist ja der einzige. Ich meine, ja, das ist ein guter Punkt, weil es 50 Herzen einfach auffüllt. Aber mich interessiert einfach, wie stellen wir das her? Und ich würde tatsächlich die einzige, die mir vielleicht helfen könnte. Das macht es für mich doch umso wichtiger, vielleicht da tatsächlich mal hinzugehen, ist Hexe Kloto. Wer braut denn Zeugs zusammen? Vielleicht hat die ja einen Tipp. Vielleicht sagt die mir auch, wenn die das sieht, irgendwie, mische das und das zusammen. Ich weiß es nicht. Ursprünglich wollten wir ja sowieso zu ihr gehen, als wir so verzweifelt waren, was die Herstellung der Tinte betrifft. Aber das Problem haben wir letztendlich gelöst. Das ist nicht schlimm. Da müssen wir aus dem Grund tatsächlich ja nicht mehr hin. Aber, naja, wir werden nachher mal zu ihr gehen. Aber jetzt... Wollten wir noch mehr Leichen? Vielleicht? Stellen wir erstmal Papier her. Ja. Wir müssen nämlich auch aufpassen, dass wir das Predigen nicht wieder verpeilen. Ja, ich habe sehr, sehr viele Sachen, die ich so nach und nach jetzt noch ein bisschen herstellen werde. Aber ich glaube, wir machen erstmal aus den zwei Hauten. Was ist denn die Mehrzahl von Haut? Die Haut? Die Hauten? Eieieiei. So geht mir das die Woche mit Mundschutz, ne? Das ist ja auch wieder so ein Ding. Haben wir uns gefragt, was ist denn die Mehrzahl von Mundschutz? Ein Mundschutz, die... Aber wenn du bei Google das Wort Mehrzahl eingibst, das hat nämlich die Kuppel gemacht, kam gleich als erste Anfrage, Mundschutz. Also scheint offensichtlich nicht um hier so zu gehen und die Mehrzahl jetzt zur Auflösung ist Mundschutze. Es hört sich genauso falsch an, aber das ist angeblich die offizielle Mehrzahl. So. Wir müssen... Wir machen jetzt erstmal ein bisschen Schweinkleiner Haut und aus der machen wir Papier. Um Schreiben zu können. 20 Seiten sollten genügen für unsere ersten Schreibversuche. Es kann natürlich sein, dass wir vielleicht auch noch mehr Federkiele brauchen, um überhaupt die Tinte auch formschön aufs Papier zu kriegen. Irgendjemand betet. Ich weiß gar nicht, ist immer noch Ramadan? Ah, wir haben doch Papier. Warum will ich denn Papier herstellen? Wenn man zu viele Schränke und Kisten hat. Ah, ist wie zu Hause, wenn dir plötzlich Dinge in die Hand fallen und du sagst so, oh, das habe ich besessen, das wusste ich gar nicht. Ach, kennt ihr sowas? Ah, das ärgert mich ja jetzt. Dann brauchen wir nicht noch zwei... Doch, vielleicht für die Asche. Wie viele Leichen haben wir denn jetzt ausgeweidet? War das schon 4? Ach, Erinnerungslücken in meinem Kopf. Es geht los. Ich höre seltsame Geräusche in meinem Haus.
Eieiei, es passt. Ja, dann... Wir brauchen unbedingt jetzt ein Regal, ne? Es ist alles voll. Hier haben wir auch zweimal Papier. Das können wir, Theresise. Ah, wir lagern komplett beschissen. Ich bin dafür, dass wir vielleicht jetzt erstmal schnell gucken, ob wir ein Schriftrollenregal hier noch kriegen. Wir brauchen irgendwie noch eine Lagermöglichkeit. Das steht auf jeden Fall jetzt fest. Ja, warte. Angeln. Damit haben wir uns auch in einer der letzten Folgen beschäftigt. Dem müssen wir tatsächlich auch noch mal ein bisschen mehr nachgehen. Also, was können wir jetzt noch Schönes verstauen? Hier gar nichts. Da sammeln wir nur die ganzen Blümchen, die vermutlich eigentlich alle schon Matsch sein müssten, weil die schon Ewigkeiten da drin liegen. What a chaos. Ich hoffe, euch da draußen geht's einigermaßen der Situation entsprechend gut. Kommt ihr denn, oder mich würde auch interessieren, ob ihr mit euren Mundschutze, es ist ein furchtbares Wort, ob ihr damit einigermaßen zurechtkommt? Das frage ich so bewusst, weil ich nämlich, ich muss es ja arbeitsbedingt bei mir im Büro auch täglich tragen. Und es ist teilweise so in Dauerbetrieb, weil die, die du so trägst, sind ja nochmal anders als die, die du im OP trägst. Ist schon doch eine Herausforderung und doch eine Einschränkung, glaube ich. Und nicht nur, dass sich viele, die das nicht gewohnt sind, auch optisch irgendwie dran gewöhnen müssen. Das würde mich mal so jetzt interessieren, weil ich auch den Eindruck habe, dass sich sehr viele davor noch scheuen, aus Grund von optischen Effekten, was ich aber nicht verstehen kann. Und vielleicht auch Berührungsängsten. Weiß ich nicht. Ja, also sehr, sehr viele verschiedene Dinge gehen in meinem Kopf vor sich. Das interessiert uns aber alles gar nicht. Wir gehen ja jetzt auch nicht in den Opferbereich. Das heißt, um Platz zu schaffen, werden wir ein paar der leckeren gekauften Croissants hier jetzt mal reinpacken. Was brauchen wir noch nicht? Gefühlt brauchen wir einfach eine größere Tasche. Gibt es irgendwo in diesem Spiel eine größere Tasche? Also, Schriftrollen... wobei, jetzt wird's hell. Jetzt wird es hell. Dann lass uns... Entschuldigung, ich habe heute so eine Sprachstörung. Wie versprochen, zur Kloto gehen. Nächste Sündenzeit müssen wir predigen. Also, das mit der Kloto ist mir nämlich jetzt wichtig. Und ich habe ja gesagt, wenn es hell wird, dann müssen wir nämlich auch relativ früh aufbrechen. Deswegen unterbreche ich jetzt alle anderen Sachen, weil erstens waren wir hier schon lange nicht mehr. Zweitens ist das immer so ein bisschen schwierig, bei jeder hinzukommen, weil du dich hier irgendwie so steckartig in dieses Gebiet reinlaufen musst. Ich weiß nicht, ob wir so jetzt hinkommen. Ob wir da auf der richtigen Seite stehen oder ob wir einmal... Es sieht so nach außen rumgelaufen aus, ne? Okay, der Weg war schon mal falsch. Irgendwo gibt es noch einen Eingang. Warte. Wir finden ihn. Hier war es nicht, weil es ging irgendwie so steckartig rein. Wir hätten auch vorher schlafen sollen, das wäre klug gewesen. Sie macht heute alles falsch, was geht. Entschuldigung, oh mein Gott. Hä, wo ist denn hier der Eingang? Hat Clodo den Sumpf dicht gemacht? Die arme Frau, weißt du, und da wunderst du dich, warum? Naja, aber sie ist vielleicht ihr Schutz. Weil sie ist ja als Hexe und sonst würde sie vielleicht vom Inquisitor verbrannt werden. Aber warum komme ich denn hier nicht rein? Hä? Au, da ist das einfach nur mit Schilfgras jetzt zugewachsen. Doch, guck, ich hab's gefunden. Ist natürlich klug von ihr, sich hier zurückzuziehen, wo keiner wirklich den Weg findet. Weil wenn wir es schon nicht finden oder andere Leute nicht finden, wie soll der Inquisitor sie dann im Sumpf finden, ne? Hast du natürlich auch den Nachteil, du bist sehr, sehr einsam. Aber ich glaube, als Hexe hast du eh keine Freunde. Außer andere Hexen und Magier und sowas. Oh, hier könnten wir auch irgendwann mal angeln. Ob wir hier... Wir haben sie nicht dabei, oder? Ach doch, wir können auch ohne irgendwas angeln. Das probieren wir jetzt mal hier in dem Tümpel. Im Sumpf. Wenn wir da jetzt was rauskriegen, dann lache ich ja.
Ich überlege ja immer, ob ich zu schnell meine Angel wieder ziehe. Ich kann einfach nicht reden. Also, heute ist so ein bisschen Gegenteiltag von dem, was ich sage und meine und in meinem Kopf denke. Nee, geht's auch nicht lang. Also, diesen Eingang zu finden, uff. Aber es hing irgendwie mit diesem Tümpel zusammen. Ah, doch, doch, doch. Ich glaube hier jetzt. Warte mal. Gibt das zwei Angelstellen? Ich glaube. Oh Mann. Bei Dunkelheit sind wir doch dann hier wieder auf dem Weg und finden nicht wieder zurück. Hier ist nämlich dann das nächste Problem. Laufen wir jetzt zurück? Ich habe mich, glaube ich, schon wieder im Sumpf verlaufen. Ich hasse diesen Sumpf. Ich glaube, das letzte Mal habe ich schon so eine Ausraster bekommen, als ich hier war. Ich glaube, wir sind gleich wieder komplett draußen. Ich hasse diesen Sumpf. Wer den entwickelt hat, der gehört in den Sumpf reingeschmissen und von fleischfressenden Fischen zermampft. Und da, doch! Da ist das Haus. Wir haben es geschafft. Wir finden hier nie wieder raus. Wir kommen hier nie wieder lebend raus. Entkräftet. Können wir bei der Klodo vielleicht auf der Couch pennen, um wieder zu Kräften zu kommen? Den Weg finde ich nie wieder zurück. Oh, jetzt fängt es auch noch an zu schiffen. Das gibt's doch nicht. Was ist denn das für Pech heute hier? Und ich komme hier nirgendwo rum. Ich komme nicht zur Hexe. Doch! Und wehe, die ist jetzt im Haus. Wo ist sie denn? Wo komme ich denn hier durch? Hatte die immer schon so dichten Wald vor der Bude? Ach, Kloto! So, hilft der Hexe dabei, ihr Gedächtnis wieder zu erlangen? Habe ich tatsächlich auch überhaupt keine Ahnung, wie wir das anstellen sollen. Wir werden jetzt erstmal mit der guten Eimer reden. Ach, sie will heilen! Vielleicht. Das wusste ich so jetzt nicht mehr. Den guten Heiltrank. Ist nicht wahr. Gut, machen wir. Vielleicht erinnert sie sich ja. Vielleicht ist das ja genau das, was ich dachte, dass sie sich zurückerinnert. Sieht gut aus. Versuchen wir es mal. Oh, jetzt weiß ich's wieder. Ich bin Kloto. Entschuldigung, habe ich stimmmäßig? Ich bin heute kopftechnisch nicht da. Und ich erinnere mich wieder daran, wo mein Kessel ist. Also gut, ich bin wieder da. Was brauchst du von der guten alten Kloto? Ich habe gutes Zeug, so guten Stoff findest du heutzutage sonst nirgendwo. Was verkaufst du denn? Ist das ein goldener Apfel? Also Schneewittchen, die finden wir hier nicht. Was verkauft sie denn alles? Säure? Kleber? Apfelbaumsetzling? Können wir uns nicht leisten. Aber goldener Apfel für 10 goldene Öcken. Beerenstrauchsetzling. Gut, dann hat sie Ordnungspuder. Das heißt, die Puder können wir bei ihr vielleicht verkaufen. Todespuder. Gesundheitspuder. Beschleunigungspuder. Verlangsamungspuder. Giftiges Puder. Können wir irgendjemanden vergiften vielleicht? Chaospuder. Lebenspuder. Elektrisches Puder. Heiltrank. Geil! Ich will sie, aber wie viele? Geil! Wir haben 3 Heiltränke gekauft. Oh mein Gott, was machen wir denn mit Fröschen? Was? Nehmen wir die Frösche mit? Komm, wir nehmen mal alle mit. Ich habe keine Ahnung, was wir mit den Fröschen tun können, sollen oder... So, jetzt dürfen wir nicht mehr kaufen. Ich war jetzt sehr von der Hexe, von der Magie der Hexe irgendwie fasziniert. Shop bei der Hexe. Alkohol! Nix mit Schnaps. Aha, und gleich Rang 2. Das mit den Rängen habe ich tatsächlich nicht verstanden. Aber guck mal, die Hexe ist auch reich. Die Hexe ist auch reich. Also, Business läuft bei ihr. Lauge, dunkles Elixier. Was kann man damit alles machen? Goldelixier.
Konservierungsmittel. Leute, wir müssen Richtung Kirche, wir müssen predigen. Das dürfen wir nicht vergessen hier. Und Rang 3 hat sie auch noch. Ah, ich würde mir so gerne angucken, was sie alles hat. Berserkertrank. Aber wir müssen nach Hause. Naja, wobei... Nee, wir haben ja jetzt ungefähr gesehen, was sie hat. Wollen wir nochmal mit ihr reden? Viel Dank, Frau Hexe. Also, Clodo hat sich wieder erinnert. Das ist doch schön, wenigstens eine von uns beiden. Während ich heute im völligen Gedankenchaos völlig alles um mich herum vergesse, Worte vergesse, Buchstaben vergesse, erinnert sich Clodo. Ne? Das ist das natürliche Gleichgewicht. So genau sieht es aus, meine Lieben. Und jetzt, da die Clodo sich wieder erinnern kann, läuft es bei mir vielleicht auch besser. Vielleicht war das ja ein Fluch, dem ich Folge leisten musste. Und ich habe irgendwas Kratziges im Hals. Wir haben jetzt das Problem, wir müssen irgendwie nach Hause finden. Und ich weiß einfach nicht wie. Diesen Sub, den finde ich unfassbar schwierig. Das Einzige, was ich mir gemerkt habe, ist halt irgendwie die steckenförmige Verlauf. Warte mal. Also... Da sind wir hinter ihrem Haus, da können wir nicht lang, weil da ist ein großer Baum und das auch noch im Dunkeln. Also, ich muss mich jetzt ziemlich gut konzentrieren. Ah, weißt du, warum man diese Wege teilweise nicht sieht? Weil die zugewuchert sind. Durch manchen Wuchs kannst du laufen, durch manchen nicht. Wir laufen jetzt hier mitten irgendwie durch Gewitter durch. Sündezeit! So, jetzt müssen wir uns nämlich beeilen, weil wenn es hell wird, müssen wir predigen. In der nächsten Folge werden wir uns ans Schreiben machen. Warte mal, hier geht's nicht weiter. Ah, warte mal, das ist ein Knick. Also, ich probiere das jetzt mal im Kopf. Es macht so die Schnecke, dann macht es einen Knick und dann geht das, glaube ich, nochmal eine andere Schnecke lang. Kann das sein? Kann mir das irgendjemand mal aufmalen? Nee, ernsthaft jetzt. Wenn mir das jemand aufmalen kann, wäre ich da sehr glücklich. Ah, ich glaube, warte mal, es macht bei ihr diesen Schlenker, dann macht sie diesen Knick, dann macht es sowas. So. Aber da erinnerst du dich ja dann irgendwann nicht mehr dran. Der Gute ist übrigens über 200 Tage jetzt schon hier in diesem Chaos gefangen. Also noch kein ganzes Jahr. Und was er dieser Zeit ja alles geschafft hat, ist ja phänomenal, oder? Diese und macht das irgendwie so Chaoslinien. Ach, ich weiß nicht. Ich versuche da in dem Ganzen irgendwie logisches Muster zu sehen, wie man laufen kann, aber egal. Es hat aufgehört, glaube ich. Aber es ist immer noch dunkel. Und komme ich hier lang? Nö. Komme ich hier lang? Auch nicht. SOS. Dann doch hier? Ich hasse diesen Rumpf. Ich hasse ihn. Wir sind draußen! Ja! Survive! Und da wird es auch wieder hell. Es wird wieder gut. Komm, entkräftet predigen wir jetzt. Weil ich habe Angst, wenn wir jetzt schlafen gehen, dann verschlafen wir es. Das heißt... Wir werden jetzt einfach mal so tun, als ist er erst doch schon da. Da müssen wir gar nicht großartig auf ihn warten. Ich gebe es heute auf mit Reden, glaube ich. Wir werden jetzt einfach predigen. So, komm, wir brauchen Geld. Wir haben jetzt sehr viel Geld bei der Hexe gelassen. Heiltränke, oh mein Gott. Und damit werden wir dann in den Opferbereich gehen. Ich weiß zwar noch nicht wann, denn jetzt werden wir erst einmal predigen. Die Worte, die wir seit Tagen beten. Rauf und runter. In unserer Kirche. Ich würde gerne ein paar Worte sagen. Unsere Kirche ist klasse. Und jetzt lasset uns um diesen Segen beten. Geld sei mit mir. Okay, toll. Eure Spenden sind immer willkommen. Tolle Predigt, yeah. Ich liebe euch.
Ich bin ja gespannt, weil die sind ja jetzt alle so ziemlich an diese Predigt gewöhnt. Ich bin sehr gespannt, was sie sagen, wenn wir dann mal mit neuen Worten kommen. Wenn wir mit neuen Worten hier herankommen. Also, Besucher 18, näher kommen 80 Tacken, hat sich gelohnt. Sind die Frösche hier jetzt vom Preis wieder mit drin? Also, was wir mit denen machen werden, vielleicht können wir die irgendwie zermörsern, vielleicht können wir die auch irgendwie schicken, vielleicht aber auch Frau Anmut ins Dekolleté reinschütten. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass wir jetzt schlafen gehen müssen. Passt zeitlich sehr, sehr, sehr gut, denn dann sehen wir uns gleich wieder in der nächsten Folge, wenn ihr mögt natürlich. Und ich verspreche euch hoch und heilig, dass es da ein wenig unchaotischer und kopftechnisch organisierter ablaufen wird. Ich glaube, ich war einfach auch noch, weil es sehr, sehr früh war, ein wenig doof im Kopf. Ein wenig mehr als sonst. Das heißt, ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns gleich wiedersehen. Denn dann werden wir schnell vielleicht erstmal ein Schriftrollregal zusammenklöppeln und uns an Schreiben probieren, wenn wir können und uns nichts fehlt. Natürlich, ne? Wir Gebete schreiben. Leute, ich kann diese Predigt gar nicht aushalten. Spendengebet? Das wäre natürlich toll.